achtet einfach darauf, dass die Kleider nicht zu lang sind oder zu weit sind oder zu kurz sind, dass man die Arme bewegen kann und dass man bei einer Solo-Drehung nicht gleich alles verliert. Welche Farben man im Trend sieht, steht unten in der Videobeschreibung, obwohl man immer zu den Basic-Farben wie Schwarz, Dunkelblau und Dunkelrot wechseln kann. Nachdem unser Grundgerüst nun steht, verlassen wir uns auf die Details ein bisschen ein, nämlich zum Beispiel auf die Frisur. Am besten, man geht zu Fachleuten wie zu einem Friseur und dann kann man anhand seiner Bilder von den Kleidern auch nachhaken und nachfragen, wie könnte ich jetzt zum Kleid passend meine Frisur machen lassen. Viele Mädchen gehen natürlich zum Friseur, ja, die haben ja auch Ahnungen und lassen sich hier Curlys und Locken reindrehen. Manche lassen nach hinten stecken und lassen die Haare wegstecken und nach oben. Eine wunderschöne Steckfrisur. Und dabei, wenn die Haare natürlich weg sind, kann ich hier auch auf die Details eingehen, wie große, schöne Ohrringe oder eine tolle, lange Kette. In dem Fall wäre es überflüssig, weil sie ja schon ein Kleid hat mit Pailletten hier. Ob man jetzt die Kette passend zur Frisur oder die Frisur passend zum Schmuck auswählt, ist euch komplett überlassen. Sie hat einen schönen Ausschnitt hier im Kleid, nicht zu tief, aber genügend, um eine Kette anzuziehen, würde ich in ihrem Fall eine silberne Kette nehmen und dazu passen, wenn sie eine Steckfrisur hat, silberne Ohrringe. Ansonsten schaut immer darauf, was euer Kleid herbringt von Akzenten. Ist es edles Design, dann kann man auch silbernen Schmuck nehmen. Hat es goldene Akzente drinnen, dann ist die Antwort klar mit goldenem Schmuck. Ist das alles geklärt? Dann seid ihr fertig für euren großen Auftritt. Letztendlich ist auch wichtig, dass euer Partner gut gekleidet kommt. Das Entscheidendste hierbei ist Kommunikation. Habt ihr bestimmte Vorstellungen, wie euer Partner zu kleiden hat, dann bitte gebt ihm rechtzeitig Bescheid. Nicht, dass ihr euch wunderschön in Pink hairstylt und träumt davon, wie euer Traumprinz auszusehen hat und dann kommt er in kanariengelbem Hemd. Lifehack, wenn ihr euch das alles nicht erzählen möchtet, schreibt es euch einfach oder noch einfacher, Bilder schicken. Wie ihr die perfekten Bilder macht, seht ihr in einem anderen Video von uns. Einfach oben im rechten Eck auf das i klicken. Und das ist unser Ergebnis. Yay! So kann man als Tanzschülerin auf einen Abschlussball gehen oder auf jede wichtigere Veranstaltung. Sprecht einfach mit Fachleuten, die können euch wesentlich besser noch weiterhelfen, wenn es um Details geht. Braucht ihr Anhaltspunkte, wo ihr was findet? Schaut einfach unten an der Videobeschreibung nach. Da stehen alle Tipps und Tricks oder zumindest Geschäfte in Weiden und Umgebung. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder selber noch Tipps habt, schreibt es uns einfach in unsere Kommentare. Folgt uns unbedingt auf Instagram, Facebook und besucht unsere Homepage. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Auf ein Wiedersehen bei uns, den Hellriegel!